It is a truth universally acknowledged that every now and again a situation arises that defies explanation. And so it was with the ascension of the Third Street Saints. When the Saints made their presence known to the world in 2006, they were decried for being pretenders to the throne. The people were confused. Were the Saints sociopathic killing machines hell-bent on destruction? Or puckish rogues living a life of mirth and whimsy? The Saints needed clarity of purpose, and so the course was set. More fun, less mercy killing. This simple choice revitalized the Saints, transforming them from a degenerate street gang into beloved pop culture icons. But even then, the Saints were not satisfied. For it's one thing to be revered as a hero, it is another to be a hero. And that, my friends, is where our journey begins. Being a setup. It's not a setup. The intel is good. You trust this lady? Asha's one of the good guys. Oleg knows her from the KGB days. Oh, she's tied with the KGB. I feel a lot better. Look, Bert and I worked with her too. She's fine. Oh, yeah, I'm sure she's great at putting someone in a fucking body bag. That doesn't mean we should... Schedule. We need to move. You're a real people person, aren't you? I'm sorry. Is this a counter-terrorist operation or a Saints flow shoot? I'm Sean. Asha Odakar. Follow me. We're here. Expect them to be all business. We know what's at stake. Do you? Look, lady, this motherfucker knows how to get shit done. Don't you worry about me. What's security? My tech guy brought us a 10-minute window. If we move fast, we'll only need to worry about the guards on foot. How many of those are there? Don't know about the numbers inside, but there are about 8 marching the perimeter. On my signal, we... Ja, moinsen, herzlich willkommen bei Saints Row 4. Jetzt fängt es der ganze Spaß an. Das mal kein Move war. So much for subtlety. Don't worry about it, honey. Subtlety is not really our thing. Come on, this way. Ja, moins und herzlich willkommen bei Saints Row 4. Hiermit begrüße ich euch erneut. What are we walking into? The intelligence I'm looking at suggests... Hold on. Hide, truck on its way. Ich werde versuchen, nicht dazwischen zu reden. Is that Matt Miller? Kinsey, be nice. But seriously, Matt Miller is a brilliant hacker, a venerated agent of MI6 and a key member of our operation. And the fact that he tried to kill us. What's past is past. We are all working together now. Let's focus on the job. As I was saying. Hold that thought, Matt. Guards ahead. Wir sind auf jeden Fall schon mal gut verkleidet. Hold position. Let's take him out quietly. Bye, fireplace. Zack!
You were saying? The nuke is stashed deep in the compound. It's likely primed and ready to go. Getting booted from the U.S. sent Cyrus Temple off the deep end, but teaming up with terrorists? Seriously? Komm, lass uns die Türen öffnen. Oh. Sie muss öffnen, nicht ich. Wir sind stark ausgebildete Killer. Matt, Kinsey, what's going on? Shit! Our side's bombing the compound! Oh, wait a minute, we're still in here! I'm not dropping the bomb! Just get them to stop! I'll do what I can. Where to now, then? Don't sweat. I got this. Come here, bitch. This way, people. Every mission has its bumps. Bump? You call that a bump? You're alive, are you? With me. You two go through that door. On. Let's see how you can handle yourself, Mr. Security. We'll be on mic. You should be really close to the missile final now. Stay alert. Hush, it's such a burn when it comes to security. Come up in Deckel. No sign of the target, but we're looking at a stockpile of explosives and chemicals here. I can't tell what kind. It's explosives and chemicals, lady. You need to know. We're here. Target's just ahead. Target's next room. Damn it! Keiner hat eine Chance gegen uns. Mal gespannt, was hinter der Tür auf uns wartet. Oh, voll auf die Nase. Aber die Frau geht ziemlich ab da hinten. Bam. Zack. Zack und zack und zack, voll ins Gesicht. Es ist vorbei. Damn it.
Komm, lauf! Für alle, die es nicht wissen, Cyrus war im Saints Row 3 ein Militärsoldat. Ah, ist das nicht schön, Mädels? Ist doch was für euch, oder? Schön, oder? Ja, jetzt verabschiedet sich jeder vom Saints Row 3 Teil. Ist aber nett. Also schön gemacht. Close my eyes. Ist das nett. Matt Miller, der berühmte Hacker aus Saints Row, der uns im dritten Teil töten wollte. Ah, cool, auf jeden Fall. Aha, geil gemacht. Schön, schön. Wenn das mal kein Timing war. Bewunderung freigeschaltet. Bewunderung Amerikas freigeschaltet. Präsidentschaft freigeschaltet. Präsidentschaft der Vereinigten Staaten freigeschaltet. Drücke alle Knöpfe, um einen globalen thermonuklearen Krieg zu beginnen. Berater freigeschaltet. Stabschef Benjamin King freigeschaltet. Benjamin motherfucking King. Berater freigeschaltet. Vizepräsident Keith David freigeschaltet. Bereit für diesen Player? Hier sind wir schon mal bei der Charaktereinstellung. Mal schauen, was es hier denn so alles gibt. Oh. Mal. Ich denke mal, wir müssen wen auswählen, damit wir schon mal das Grundgerüst haben. Charakter herunterladen. Na, machen wir nicht. Am besten fand ich jetzt bisher diesen hier. Der sieht elegant aus. Ah. So, Geschlecht. Lass mal männlich. Wir können das immer mal während dem Let's Play ändern. So, afroamerikanisch. Asiatisch. Na. Hellhäutig. Lass mal hellhäutig. Körperbau. So laufen wir doch jetzt hier rum, oder? Ist doch schön, oder nicht? Zum Anbeißen, sage ich da nur. Aber wir machen mal so ein Mittelding. Machen wir mal, wir sind ein bisschen gut gebaut. Machen wir bei 75%. Mach mal so, das passt schon so. Haut. Entweder sind wir schön bräun gebrannt oder komplett hell oder wir sind gelbe Menschen. Aber ich denke, wir sind ein bisschen gebräunt. Nimm mal das hier. Hautton, Bauarbeiterbräune, kleine Bauarbeiterbräune. Bikini-Bräune, schwarz. Ah, okay. Ja, unten an der Boxershorts ändert sich das ein bisschen. Machen wir mal. Lass mal normal. Alter. Oh. Der sieht aber verschrumpelt aus. Lass mal das mal auf. Ich werde 18, mach mal auf 18. Sex Appeal. Da schmeißen wir uns natürlich voll ins Hemd. So. Gesicht. Merkmale. Leberfleck.
Wo hat denn der den jetzt? Was muss man den auswählen? Okay. Na, komm. Mach mal eine Warze. Na, können wir nicht machen, Mädels. Geht nicht. Machen wir mal. Lass mal das einfach mal. Scheitel. Stirn, Augenbrauen, Augen, komm. Na. Augenfarbe. Ich habe braun, also nimm auch mal braun. Braun, dunkelbraun. Auch mal braun, dunkelbraun. Ohren. Oh, das können wir dann alles mal ändern, wenn man Kopf. Oh, jetzt kommen die ganzen Haare. Gehen wir ganz nach oben. Wobei wir natürlich das hier lassen können. Also ich muss gestehen, ich habe das vorher schon gezockt. Weshalb ich da auch jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu schnell bin. Aber ja. Nimm mal das hier. Farbe, nimm mal. Schwarz, Gesichtsbehaarung, Pornobalken, Dali, Zahnbürste, aufgezwirbelt, Inspektor. Machen wir Feierabend. Und das schön in Schwarz. We say this campaign has seen a lit my fellow American. Da nehmen wir männlich 3. Tono, ja, lass mal Komplimente. Good to see you. Ah, das ist schön. You want it? Na. I'm dodging your book. A little off the top. Kostüm, Kung Fu Tanz, lass das Mikro fallen. Komm, das nehmen wir. Spiel starten. Ich muss auch sagen, meine Batterien sind gerade vom Headset leer, deswegen wechsle ich sie mal ganz kurz, eben schnell. That's a little lower than anticipated. So you agree you have a problem? No, you do. You're the communications director. Fix this. Can you give me 100% employment? No. Will you get married? Fuck no. Also ich habe auch immer einen Löwe daheim bei mir. King, can you have this guy say assassinated? Not when you say it publicly. You want fun as a gang? We have a country to run. Fun isn't part of the equation. Where's a septic truck when you need one? So. Bollocks. Maybe Keith has a good word for me. Also wir sind really not looking forward to question time. Wir sind Präsidenten der Vereinigten Staaten. We've got enough clout right now for one major bill, not both. What do you want me to push forward? Do you want to be the president who cured cancer or the president who solved world hunger? Eine ziemlich knifflige Frage. Hunger ausrotten, niemand muss hungern. Krebsheilung. Also ich denke, wir nehmen Krebsheilung, weil Hunger, wenn die Menschen sympathischer und netter wären, würden sie den Armen wenigstens Essen geben, aber Krebs, das ist nicht so zu heilen. Also nehmen wir mal Krebsheilung. Cancer can kiss my ass. Good choice. Hope Kinsey's got the press under control. Das denke ich am besten. Now, you listen here. If you think you can cram your agenda past Congress, you are in for a rude awakening. You hear me? Now, let me tell you a little something about the greatest word in politics. Filibuster. Bauchgefühl schlimmer als Chili. Kopfentscheidung die 5 auf die 12. Wir nehmen Bauchgefühl. Oi Doris, we're still on for tennis, yes? Wie sie nicht antwortet. Oleg and I are about to head over to Camp David to watch some Nightblade. Yep. You down? Sind wir doch voll dabei. Ah, Oleg. Ah, genial. Work, Oleg.
Also groß wie er bin ich auch gleich, bald. Ah, Oleg, der alte beste Freund. Words were taken out of context. Kinsey, what's the right context for, and I quote, I'm the patron saint of America, we should probably look into changing the Pledge of Allegiance to one nation under me. That's a great question. Jane? I think we have a problem. Not you two. How many times do I have Asha and Miller are waiting for you in the Oval Office. If MI6 needed something, they would send it up the chain, not fly across an ocean. They said nobody back home believes them. Jesus, what's going on? They think we're about to be attacked by aliens. I gotta go. This is serious. You know that Kinsey's been saying the same thing. When did you start taking Kinsey seriously? When the people who helped us save the world said we should. All right. I'll swing by after I... Mann, ist der hübsch. Ladies and gentlemen, this is not a time for fear, but a time for celebration. Today, the best and brightest among you will find salvation within the Zin Empire. I'm smarter than all these people. Delightful. Kitty, no! I do love your spirit, my dear. I'm Zinyak. Pleasure to meet you. Would you like to join me for a ride? Splendid. Jetzt wurden da ein paar Freunde. Also. Back off! Could I arm myself? Kinsey. Every 5 steps, and a grenade launcher every 10. There you are. Thank God you're all right. You all right? Where's Matt? Upstairs, trying to find out what's happening. What is happening? All out war, by the looks of it. I'm meeting up with Matt. I'll be in touch via comm. Stay safe. Also jetzt wurde Kinsey und Shander, oder wie auch immer sie heißt, wurde jetzt von den Aliens entführt. Wir haben eine nette Auswahl an Waffen, Panzerfaust. Nimm die MP. Das war's auch schon wieder. Mal gucken. Ja, nimm mal die hier. Come on, this way! Oh, Keith ist auch weg. God damn it! That's right, line up for a whooping. Going on. Hey, Spank! Shit, player! Save yourself! Fuck that! Save me! Millions of people are disappearing around. Die, alien motherfucker! Response from world governments has been slow. How were we not ready? Resistance can only bring you pain. We got this! What? Tell my wife! I had another wife! You ETs are so fucking dead! Das probieren wir mal. Mit der Panzerfaust da hinten reinzuballern. Ah, da sind sie abgehauen. Ah, jetzt haben wir aber jemanden erwischt. Jetzt haben wir alle. Oh, der hat mich ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Matt, hold on to me! Asha, man! God damn it! Oh.
Ich habe noch nicht mal irgendwas gemacht. Christ on a bike. How many of you are there? Bertuoni. Bertuoni. Activate South Portico defenses. Now let's do this, you beautiful, deadly thing here. Ich entschuldige mich dafür, dass ich ein bisschen ungesprächig bin, aber ich möchte da auch nicht ins Wort fallen. Stone, what's next? Come on, chuck on this. I'll prank every last one of you. Nick my mates. Das noch. You think you can come here and bollocks my country? This is for Lady Liberty. Alter, ich hab ihn doch schon getroffen, Alter. Ach komm. Ah, jetzt zeigt der Mittelfinger. Ah, du auch. Tschüss. Barbans. Schlachtschiff können wir. Zerlegen. Lauf, es kommt auf uns zu. Welcome aboard. Oh, I'm gonna mount you over the fireplace, you alien fuck. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Oh. Now, now. Not so fast. Komm, gib's ihm. Anything more charming? Fucking off! Oh, I'm gonna... Do what exactly? Huh? Bravado me to death? I'm going to have fun breaking you. So, jetzt habe ich auch endlich mal eine Möglichkeit zu quasseln. Also wie gesagt, ich entschuldige mich dafür, dass ich nicht viel gesprochen habe, aber ich möchte ungern den Charakteren ins Wort fallen. Der Saints-Flügel. Geschafft. Fortfahren. Hey. Oh, what? Goodness me. What a dream. Na, erinnert mich so an die 80er, muss ich sagen. Wenn ich mir so das Ganze angucke, kein Flachbildschirm, LCD oder so, 3D. Die Brille hätte er ja schon auf. Aber, naja, dann gehen wir mal in die Küche. Gosh, what a glorious day. Du, 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 du.
Da schaue ich mal rum, was es hier denn so Nettes gibt. Der guckt doch Tom and Jerry. Ah, hier geht's nirgendwo. Ah, das ist ein fröhlicher Mensch. Also fröhlicher, nicht fröhlicher. Breakfast smells scrumptious. Morning, dear. I made your favorite breakfast. Oh, Mr. King from across the street is going out of town for a few weeks. He was wondering if you could check his mail for him. Oh, and your friend Pierce called. I'm sure he has some crazy new get-rich scheme. Oh, that Pierce. Such a card. And someone named Dex stopped by earlier. I didn't recognize him, so I just sent him away. Er hat gegessen, aber nichts ist vom Pfannkuchen. I think I heard Timmy deliver the paper earlier. Could you fetch it, dear? Right away, dear. Nichts ist irgendwie weniger geworden. Also tschüss, Schatz. Also, ich will auch gerne mal täglich so fröhlich durch die Welt gehen. Bei mir schaut es nie so aus. I wonder what is going on in the world today. You ready to meet the fine people of Steelport? Well, get in the car. Don't I usually drive? It's your world. Go ahead. Na komm, lass uns fahren. Boy, they sure are anxious to meet you. And by they, you mean? Why, you do have a queer sense of humor. Why does this all look so bizarre? Now, what's that you say? Something's not right. This is so... Can't wait to get out to the lake this weekend. I hear the fish are really biting. What fish? What are you talking about? Don't you worry now. We're almost there. It's strange, but I think something's wrong with this car. Ich glaub's auch nicht. Ich kann nicht mal lenken, weil er sofort auf die Spur zurückgeht. Oh, careful now. Oh, es war schon rot. Well, here we are. Why don't you glad hand a bit? We got time. Ja, hallo, meine Freunde. Ich bin der Mr. President. Kannst du nicht ein bisschen schneller gehen? Das reicht doch schon. Die gucken dich sowieso nicht an. Can I get a picture? Niemand guckt. Aww. Thank you kindly. Looks like it's time. Your public. Der kleine Fanboy. Oh my stars, it's the president. Hi, how a... What the... We don't use that kind of language here in Steelport. Das sind doch Zombies, Alter. Fährt auch nicht schneller. Kizzy, is that really you? Finally! Listen to me. No time to explain, but you have to break free. What am I meant to break free from? The place you're in isn't real. Whatever it's having you do, you need to stop. But I'm driving a car. Okay, good. There's a park nearby. Head there and give me a sec. Brace yourself. Brace me. Good God! Und die konnte nicht sagen, dass wir ganz normal aussteigen sollen.
before I can get you out. It'd be really helpful if you could just, you know, just be you. Who else would I be? The simulation is all about normalcy, pleasantry, order, all the things you hate. Go forth, unleash hell. Nice day to be me. This thing sure is neato. Sorry, didn't catch that. Wait a minute. What am I waiting for, Kinsey? What's wrong? Yee-haw! Couldn't leave well enough alone, could you? You had to push and push and push. Will you even try? I hope you've enjoyed your last moments. I'm impressed. Where the hell up? Oh, fuck me. I should have realized a prison of peace would never hold a sociopath like yourself. I'm more of a puckish rogue. A rose by any other name. Are you trying to kill me or sleep with me? Charming. See, there you go with those mixed messages. Yeah. Blimey, where am I? Come in, President. Can you hear me? Yes, love. But how? Since I don't have my mobile with me. I just patched myself into your simulation and projected my voice through the audio system. You should be able to hear me from anywhere. And you don't have to yell. Right, because I love voices in my head. Kinsey, I'm unarmed here. Kindly show me the exit. I can't do that until I backtrace your signal to your physical body. Until then, you're stuck there. So you might want to go by. Den Auftrag haben wir geschafft. Die machen jetzt ein kleines Aufnahmepäuschen. Ich bin ganz gespannt, was in der nächsten Folge alles auf uns zukommen wird. Ich sag bis dahin und tschüss.